Jo Leute, 360 Football hier, heute ein neues Video, ein Offensivtraining, ein Flügeltraining mit Kevin. Hab noch ein paar kurze Worte zu dir. Ich bin der Kevin, ich habe meine ganze Jugend beim FC Zürich verbracht, habe auch mit Jan gespielt und jetzt momentan bin ich beim FC Schaffhausen und gebe dort mein Bestes. Ja Leute, heute Vollgas geben heißt es, wir haben noch einen Torhüter eingeladen, haha. Ich heiße Tah, ich bin 19 Jahre alt. Ich bin momentan beim FC Windisch und freue mich, heute dabei sein zu dürfen. So Leute, wir kommen jetzt zur ersten Übung. Wir zeigen euch jetzt kurz vor. Also zuerst eine Gegenbewegung. Ja, spielen, mitnehmen, Schuss. Jawohl. Dann locker, locker. Und jetzt hier Tempowechsel und Ball holen und mach's. Ja, genau. So einfach. Das alles jetzt noch dynamisch. Let's go. Hier ist es ganz wichtig, beim Lösen vom Gegner sich effektiv vorzustellen, dass der Gegner hinter einem ist, dass es realistisch ist wie im Spiel und so müssen wir schlussendlich auch trainieren. Ja, Touch, ja, gut gemacht, boom. Dann bei der zweiten Aktion den Sprint mit 100% machen, dass man aus dem vollen Lauf abschließt, denn mit 70-80%, das können die meisten schon, aber entscheidend, die entscheidenden Aktionen passieren im Game-Tempo, also Spieltempo auf 100%. Ja, gut gesehen. Ja. Und go, yeah. Ja. Gut mit, ne? Gut mit, genau. Boom. Guter Schuss. Und jetzt, komm, komm, komm. Jetzt den Ball holen, komm. Überzeugt sie und machen, komm. Ja, gut gemacht. Mitnehmen. Schuss. Guter Schuss. Und jetzt komm, hol den Ball um, mach, komm, bumm. Ja, gut gesehen. Ja. Ja, gut mitgenommen. Und überzeugt sie. Guter Schuss. Und ja. Eins mitnehmen, gut mitgenommen. Und verwandeln. Gut gemacht. Und jetzt komm, überzeugt sie, komm, beide. Ja, ist gut gesehen. Übung 2, Leute. Flügelspielerübung, perfekt für Kevin. Wir zeigen es euch jetzt kurz vor. Also zuerst eine Gegenbewegung. Ball mitnehmen, 1 gegen 1. Schuss. Dann Position, Ball kommt wieder. Mitnehmen, Schuss. Ja, genau. Dann gebe ich entweder Zeit oder Rücken. Bei Zeit nimmt ihr den Ball einmal mit. Und bei Rücken nimmt ihr ihn gegen innen mit und schießt dann mit dem linken Fuß ab. Hier gehen wir zuerst davon aus, dass wir ganz wenig Platz haben. Darum nehmen wir den Ball direkt in den Lauf mit. Achtung, ist natürlich nur möglich, wenn wir auch diese 1-2 Meter Platz haben. Aber wenn, möchten wir das ausnutzen und dann mit vollem Tempo in die Finte gehen und den Abschluss suchen. Alles wiederum im Spieltempo. Risiko eingehen hier im Training, damit wir unser maximales Tempo immer weiter steigern. Bei der zweiten Aktion ist es ähnlich wie bei der ersten Übung. Da stellen wir uns vor, wir haben einen Gegner im Rücken und drehen uns dann nicht einfach in den Gegner, sondern nehmen den Ball auf eine Seite mit und bei der dritten Aktion vollen Fokus auf den ersten Ballkontakt. Ja, mitnehmen, jawohl, komm, Finte, boom, guter Schuss, Ball kommt, einmal mitnehmen. Ja, ist okay, der letzte noch und zieht. Ja, Übung Nummer 3. Wir zeigen es euch jetzt wieder kurz vor. Also ich spiele ihm den Ball gegen Bewegung. Er nimmt ihn mit, spielt ihn mir. Ich spiele ihn wieder, Doppelpass mit dem Stürmer und dann Abschluss. Genau so und nicht anders. Hier liegt zuerst der Fokus auf den ersten Ballkontakt so annehmen, dass man nicht abbremsen muss, aber trotzdem muss er dosiert sein, dann einen starken Pass machen
und explosiv, also wirklich explosiv in die Mitte ziehen, Spieltempo wiederum, um das 1-2 zu machen. Auch hier gilt, Risiko nehmen, denn im Spiel muss dort vorne alles ganz, ganz schnell passieren und wir nehmen Fehler auch in Kauf im Training, damit wir das nächste Level erreichen. Und ja, guter Touch. Spieler, jetzt wieder go. Komm, komm, hey, schnell, schnell, boom. Jawohl. Cool, ja, gut, Rox, ja. Sehr gut, beide. Ja. Touch. Spieler, go. Oben machen, boom. Ja, ganz geil, Abschluss gewesen, top. So, das war's mit dem Training. Kevin, wie hast du es gefunden? War ein gutes Training. Offensiv sicher viel gemacht. Auch gute Schüsse, gute Positionsübungen. Und als linker Flügel sich auch sehr gute Übungen mitbekommen von ihm. Ja Leute, ich muss sagen, brutaler Schuss, geiles Tempo. Wie hast du es gefunden? Gute Schüsse? Also für mich war es auch sehr spannend. Also auch profitabel und seine Bombenschüsse haben mir auch ein bisschen Schwierigkeiten vorbereitet. Leute, ich verlinke noch Instagram von ihm unten in der Videobeschreibung. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video.